Hallo, du riechst bestimmt die leckeren Kuchen, stimmt's? Schnupper noch mal kräftig, es ist nämlich nichts mehr übrig. Okay, beschäftigen wir uns mit dem Materialregler. Folge mir und wir lernen alles über das Anpassen von Materialien. Oder willst du lieber backen? Nein, das dachte ich mir. Beginnen wir mit der Greifbar-Funktion. So kannst du mit deinen Wollfäustlingen mal so richtig anpacken. Lass mit deinen Erdenfingern deinen Poppet-Cursor über den Materialregler gleiten und öffne das Anpassen-Menü mit Hilfe der Menütaste. Finde die Anpassung für Greifbarkeit und ändere die Einstellung zu Greifbar. Das Material kann nun wie ein Schwamm gegriffen werden. Wie ein knusprig, frisch verkohlter Biskuitteig. Denk dran, wenn du ein bewegliches Objekt anfasst, kannst du mit der Oben-Taste die Pause ein- und ausschalten. Wow, das Greifen war für dich ja überhaupt kein Problem, nicht wahr, Puddingstreusel? Hey, machen wir doch jetzt etwas kletterbar. Suche im Anpassen-Menü des Materialreglers nach der Option namens Kletterbar und schalte dann ihre Einstellung auf Ja um. Und wieder mal bin ich auf eine reibungslose Oberfläche reingefallen. So glatt wie Mehl auf dem Küchenboden. Ganz ehrlich. Hilf mir mal bitte, ja? Die Einstellung für Reibung findest du auf dem Materialregler. Sie gibt an, wie rutschig die Oberfläche eines Materials tatsächlich ist. Auf 0% ist sie rutschig wie der Boden nach einer Eierschlacht im Hühnerstall. Also schrecklich schlüpfrig. Auf 100% hingegen hast du fantastische Bodenhaftung und es gibt keine Ausrutscher. Mir ist gerade aufgefallen, dass du noch nie eigene Materialregler platziert hast. Das ist eine ernste Sache, um die wir uns sofort kümmern werden. Der Materialregler befindet sich in deiner Werkzeugtasche. Wie immer wählst du sie mit der Aktionstaste aus. Such ein Material aus, das du so gern magst wie mein Gebäck und platziere den Materialregler mit der Aktionstaste darauf. Schließe dein Poppet mit der Zurücktaste, wenn du fertig bist. Sieht ganz so aus, als bräuchten wir ein bisschen Federung. Öffne das Anpassen-Menü und suche nach den Federn-Einstellungen. Nur so aus Spaß. Regle sie ganz hoch, dann wird alles so federnd wie ein Rosinenbrötchen aus Gummi. Die kennt ja jeder, richtig? Thank you.
Häubchen dieses Abschnitts sind ein paar Rätsel, die dafür sorgen, dass auch alles fest in deinem klugen Hirn verankert ist. Davon könnte man sich eine Scheibe abschneiden. Mit Sahne. Köstlich! Sahnehäubchen dieses Abschnitts sind ein paar Rätsel, die dafür sorgen, dass auch alles fest in deinem klugen Hirn verankert ist. Davon könnte man sich eine Scheibe abschneiden. Mit Sahne. Köstlich! We'll be right back.
großartige Arbeit, Sexting.